Der 30 Jahre alte Fahrer dieses Wagens ist am Montagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Flechtdorf und Adorf schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr setzte hydraulische Geräte ein, um den Mann aus dem Unfallwrack zu befreien. Dabei schnitten die Brandschützer unter anderem das Fahrzeugdach ab. Die Fahrerin des zweiten beteiligten Autos kam mit leichten Verletzungen davon. Der 30-jährige Korbacher war laut Polizei von Adorf kommend in Richtung Flechtdorf unterwegs, als er einen LKW überholte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Geländewagen, den eine 40 Jahre alte Frau aus Korbach steuerte. Beim Frontalzusammenstoß wurden beide Autos völlig zerstört. An der Unfallstelle waren neben Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen auch rund 25 Diemelseer Feuerwehrleute im Einsatz. Der Schaden an den beiden älteren Autos beläuft sich auf rund 10.000 Euro.